Dieses Video wird euch präsentiert von Holy Energy. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge vom LS19 mit der Feuerwehrmod. Heute bin ich schon sehr früh in der Berufsfeuerwehr. Ich fange eigentlich normalerweise jetzt um 16 Uhr an. Ich bin jetzt aber schon 15.19 Uhr, knapp 15.20 Uhr jetzt schon in der Wache. Hat diesen Grund, wir haben leider einen Ausnahmezustand in Königsberg. So, denn aktuell wütet hier wirklich ein richtig fetter, großer Orkan, der wirklich ganz Königsberg hier lahmlegen könnte. Von daher wurde von ganz oben entschieden, wir müssen alle früher anfangen und müssen auf jeden Fall alles absichern, dass sozusagen wir sofort ausrücken können innerhalb von ein paar Minuten. Ja, und laut den Wettervorhersagen könnte es, ich sage es erstmal so, es könnte so kommen, dass wirklich Königsberg hier vor einem Blackout betroffen wird. Das wird bisher, wie gesagt, auch nicht ausgeschlossen. Das könnte dazu kommen. Sag mal, regnet das hier rein? Sieht so ein bisschen aus, ne? Ja, also es könnte dazu kommen. Also wir müssen auf jeden Fall gewappnet sein. Ja, und von daher heute ganz, ganz früh und zeitig in der BF von Königsberg. Ja, und mal sehen, wann der erste Einsatz reinkommt. Ich hab's aber gerade richtig gesehen, oder? Das ist undicht hier anscheinend, das Dach. Habt ihr das auch gesehen? So ab und an tropft das hier so ein bisschen durch die Decke. Das ist komisch. Also das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Also wisst ihr, ne? So eine große, neue, moderne Wache und dann regnet das oben durch. Ich fasse es nicht. Das müssen wir auf jeden Fall beobachten. So, das ist ja der Ruheraum. Ich war schon lange nicht mehr hier drin. Wann kommt man hier mal zur Ruhe in Königsberg, ne? Also hier ist ja immer was los. Immer wieder gibt es hier geladene Action, also von daher, also ausruhen, ne? Kommt von Einsatz wieder, bepackst die Fahrzeuge neu und dann geht es eigentlich auch schon los zum nächsten. Ja, apropos Einsatz, warte mal, ich kann am besten mal nach oben gehen, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier durch die Gänge laufe. Wir haben, oh. Ey, das regnet und gewittert, ey. Superzellen sind auch nicht ausgeschlossen, das darf nicht wahr sein hier, Leute. So, was machen wir denn? Vollalarm machen wir nicht. Wir machen mal die Sirene an, ne, am besten. Okay, also Land unter in Königsberg. Guckt euch das an, Leute. Meine Güte, was ist das denn für ein Schmuddelwetter? Lasst mich raten, wir haben umliegende Bäume. Ne? Habe ich das richtig geraten, so wie es aussieht? Ja, Hilfeleistung. Baum auf Straße, Baum auf Straße, Baum auf Schienen. Oh Gott. So, dann ja, dann leitet das mal sofort hier weiter an den Bahnbetrieb. Ich schicke jetzt erstmal die Kollegen raus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, die Durchsage, aber die ist relativ leise. Liegt vielleicht daran, dass das Wetter vielleicht ein bisschen schlecht dafür ist. Der Regen ist einfach viel zu laut. Naja, gut. Aber ihr habt es gehört, die Fahrzeuge wurden aufgezählt, die ausrücken sollen. RTW ist jetzt gerade nicht gefordert, könnte aber theoretisch auch mit ausrücken. Aber erstmal die Feuerwehr. So. Also, wie ich das gerade richtig erraten habe, haben wir viele umliegende Bäume. Die liegen wirklich in jeder Straße gefühlt. Und das fängt lustigerweise schon hier vorne an. Also genau hier vor der Wache liegen auch schon die ersten Bäume um. Ja, und die behindern natürlich den Verkehr. Und der kann dann natürlich dadurch hier nicht mehr fahren, flüssig. So.
anscheinend liegen auch auf der Spannleitung bzw. Oberleitung Bäume, dann auf den Schienen, wie gesagt. Also es wird gar nicht besser, muss ich mal sagen. Also guckt euch das an, nicht, dass wir hier noch einen Hochwassereinsatz kriegen. Das ist, denke ich mal, noch nicht ausgeschlossen. So, okay, also, dann machen wir uns erstmal ready. Ich hole erstmal als nächstes noch den Rüstwagen. Den hole ich jetzt erstmal zur Absicherung und natürlich auch erstmal raus, weil wir halt natürlich auch die dementsprechenden Sachen auf dem Fahrzeug haben. Also unter anderem brauchen wir Utensilien für die Bäume, also Kettensägen, Kettenöl und ach, was es alles so gibt, ne? Das wird alles jetzt hier gebraucht. So, denn wir haben hier nämlich mitten auf dem Kreisverkehr auch einen umliegenden Baum. Den hat es auch relativ blöd erwischt hier. Der liegt auch ganz schön weit auf der Fahrbahn. So, ich glaube, das wird aber alles noch nicht sein hier heute. Also, ich weiß nicht. Mal gucken. Wir gucken mal, was noch so passiert. Also, umliegende Bäume, das war schon klar. Gerade bei dem Wind und bei diesem Sturm. Die Baumkronen, die wackeln auch hin und her. Die tanzen hier vor sich hin. Aber wie gesagt, das ist halt das logisch. Bei so einem Sturm, dass natürlich auch Sachen umfallen, umfliegen, wegfliegen, wie auch immer. So. Ach, die Seite brauche ich eigentlich gar nicht. Ah, doch, warte mal. Doch. Die lassen wir mal doch offen. Hier haben wir nämlich auch die Äxte. Die können wir natürlich auch gleich mal nehmen. Die brauchen wir natürlich logischerweise auch. Also machen wir einfach mal alles auf hier. So, alles, was wir brauchen, ist ja hier im Fahrzeug drin. Und das ist natürlich auch auf beiden Seiten. So, und deshalb können wir eigentlich auch alles komplett aufmachen. Aufmachen, was geht. So. Ja, dann würde ich gerne noch den ELW holen. Denn es sind ja nicht die einzigen Einsätze, die wir jetzt haben. Also wir haben jetzt hier mehrere auf einmal bekommen. So, und von daher würde ich gerne mal gucken. So eine Art Routinefahrt machen. Mit Sonderrechten. Wo denn jetzt eigentlich noch die anderen Bäume liegen? Denn so ganz genau konnten uns die Anrufer das jetzt nicht sagen. Und deshalb muss ich auch erstmal gucken. Erstmal hier ein bisschen langschlendern, sage ich mal. Wo eigentlich jetzt die Bäume liegen. So, also erstmal hier in Richtung Shop. Da wurde uns auch was gemeldet. Ja gut, ich sehe es schon, also... Oh, der fährt da durch. Bist aber auch mutig, junger Mann. Also, schade um sein Auto, ne? Also, ich sehe es schon. Hier sind auch nochmal gefühlt 10 Bäume, die umliegen und alle auch so zum Teil auf die Fahrbahn. Da hinten geht's weiter. Mich interessiert es halt jetzt genau, wo jetzt der Baum umgekippt ist, der auf den Schienen liegt. Das kann ja bloß da oben sein. Das wurde uns hier nähe der Bahnbrücke gemeldet. Unter der Baustelle. Ja, also unter der Brücke ist ja die Baustelle und darüber soll irgendwie der Baum oder die Bäume umgekippt sein. Ich weiß nicht. Also warte mal, wir können ja nochmal in ein anderes Auto einsteigen, was wir hier hinten haben. Das kann auch mal wieder mit ausrücken. Das ist nämlich unser, ja gut, nicht TSF, das ist ein Logistiker. Ein KLFA Logistik mit dem passenden Anhänger. Ich mag das. Das ist richtig nice. Das ist so cool gemacht. Das ist auch alles so passt. Jetzt kommt nochmal eine Durchsage. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr hört das gar nicht im Video. Das höre, glaube ich, bloß in der Aufnahme jetzt hier. Wenn ihr das hört, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute. Das interessiert mich mal, warum das jetzt eigentlich so leise ist. Ich schätze mal, das wurde so leise eingestellt von den Modder. So, also wie gesagt, hier oben würde ich gerne mal ganz kurz gucken. Da hinten sieht alles noch gut aus, auf der anderen Seite genauso. Ja gut, das kann halt bloß hier oben sein. Auf den kleinen Abhang hier. Hier müssen die Bäume umliegen. Oh, jetzt bin ich fast gegengerannt. Guckt euch das an hier, der ist komplett einmal abgebrochen. Aber der liegt genau mit der Spitze auf den Schienen. So. Ansonsten haben wir, warte mal. Ne?
Es ist anscheinend nur der eine Baum, der da drauf liegt. Ich gucke nochmal hier oben. Vielleicht sieht man auch von oben ein bisschen besser. Da sind auch noch ein paar Bäume, wie gesagt, auch bis zum Händler da hinten. Hinten liegt auch noch ein kleiner Baum oben. Müssen wir alle natürlich zur Seite räumen. Hier stand mal ein Baum, aber der wurde anscheinend schon geräumt. Vielleicht vom DB-Notdienst. Ja, das ist anscheinend bloß der eine Baum hier. Der liegt so ein bisschen hier auf den Schienen. Ich weiß es nicht. Nee, das wird nicht klappen. DLK brauchen wir hier auf jeden Fall nicht anfordern. Also ich dachte eigentlich, der rollt hier fast runter, der Baum. Dass wir das irgendwie von der Seite, von der Straße aus irgendwie absolvieren. Aber nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. So. Dann würde ich jetzt erstmal gerne den Anhänger nach hinten stellen, so ein bisschen. Da, wo der gebraucht wird. Außerdem würde ich gerne, bevor wir jetzt hier anfangen zu sägen, würde ich gerne noch den Bauer alarmieren. Der liebe Bauer hat nämlich ein tolles Gerät, wie ich finde. Das ist ein Ponce Buffalo. Ist halt eine Art Forstmaschine. Kann man so zuordnen. Und der Gerät kann sehr schwer heben. Da unter anderem auch große Bäume, ne? Dafür ist das Teil auch gemacht worden. So, und ich glaube, der kann uns hier ziemlich helfen. Denn, oh, da ist auch noch ein großer Baum. Oh, das ist aber ein richtig fetter Oschi, ne? Eieieiei. Ja, gut. Hier brauche ich auf jeden Fall auch noch ein paar Kollegen, Kameraden vor Ort. So, nochmal eine Durchsage. Also, das hört gleich mal auf. Nee, Quatsch, ich habe es nicht ausgestellt. Ja, das läuft die ganze Zeit jetzt durch. Schade eigentlich, ne, dass das nicht irgendwann alleine ausgeht. Naja, ist ja auch, denke ich mal, das letzte Auto jetzt hier, was wir jetzt holen. So, ich muss euch gleich auch mal was erzählen. Das ist eine Schocknachricht, wie ich finde. Die Nachbarkollegen, ne, von den Freiwilligen Feuerwehren haben gerade über Funk erzählt, dass es bei ihnen einen Tornado gab. Also, es war kein großer zum Glück. Es soll anscheinend aber eine ordentliche Superzelle gewesen sein. Daraufhin hat sich eine Trichterwolke gebildet und es kam dann zum Bodenkontakt. Dadurch auch der Name Tornado und der ist anscheinend im Nachbarort erschienen. So nennt man das ja, ne? Sagt man erschienen? Ich glaube. So, oder entstanden, das hört sich besser an. Und hat anscheinend auch ordentlich für Verwüstung gesorgt, aber wir werden anscheinend dann nicht gebraucht. Also vielleicht wird sich das noch ändern. Also das kann ich euch jetzt bisher noch nicht beantworten. Ich hoffe einfach mal, dass die da alleine zurechtkommt. Denn wie gesagt, wir haben ja auch großes Land unter in Königsberg. Wir hoffen mal, dass das das Beste, ne? Dass da wirklich alles gut wird. Dass wir da jetzt nicht extra noch ausrücken müssen. Denn wir haben auch hier ein großes Einsatzgebiet, was wir gerade abarbeiten müssen. So, und eigentlich haben wir hier schon eine Menge zu tun. So, entästen ist ein bisschen schwierig gerade. Passt mal auf, wir nehmen jetzt einfach mal die Ponze, den Buffalo und schieben den Baum jetzt einfach mal ein bisschen zur Seite. Um den Rest kann sich dann die Forst kümmern. Die haben ja hier so einen großen Betrieb in Königsberg. So, also wie gesagt, also erstmal zur Seite räumen. Dass der Verkehr erstmal wieder fließen kann. Das gefällt mir gar nicht hier. Also sie fahren hier in einer Tour lang. Dann kann man nur hoffen, dass hier nichts passiert, ne? Also dann übersieht jemand den Baum und dann haben wir den Salat. Das sollte natürlich nicht so sein. So, dann schieben wir das mal rüber. Ja, das Schild muss natürlich auch dran leiden jetzt, ne? Da drunter. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade weggeschoben. So, das einfach mal ein bisschen hier zur Seite, ein bisschen rüber, so, damit die Autos fahren können. Jetzt hat sich das natürlich ein bisschen verkeilt. So.
weiß gar nicht, was hier los ist um die Uhrzeit, ne? Also was hier für Verkehr ist. Liegt vielleicht daran, dass wir Feierabendsverkehr haben. Ab um 3 fängt er immer an ungefähr hier bei uns. So. Dann gehe ich mal schnell rüber zu den anderen Baum. Den werde ich auch mal ganz kurz zur Seite räumen. So, wenigstens ein kleines bisschen, so dass er wirklich hier nicht irgendwie weiter auf die Fahrbahn rutscht. Einfach so ein Stückchen nach oben. Dass wir hier wenigstens den großen Oschi zur Seite räumen können. Das ist, glaube ich, auch der größte Baum gerade, ne? Der stand ja auch schon ewig hier und jetzt hat er es eigentlich geschafft. Jetzt ist er umgekippt nach dem Wetter. So, ein Stückchen, so. Dann können wir das ganze Ding hier greifen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe mit meinem Gerät hier. Ah, das sieht nicht so aus, ne? So, dann muss ich das machen wie drüben gerade. Dann muss ich das einfach probieren wegzuschieben. Es geht halt mal nicht anders. So. Einfach ein bisschen zur Seite. Jetzt müsst ihr da halt den Bus noch loslassen hier. Mensch! Braucht das Teil noch. Das muss ich erstmal mit zum anderen Einsatz kommen. So, und das geht dann natürlich auch viel, viel schneller, als wenn ich jetzt hier alles sägen würde. Das sieht gut aus. Also hier kommen auf jeden Fall wieder die Autos durch. Dann fahren wir erstmal rüber zum Kreisverkehr. Denn das ist natürlich auch ein großer Punkt, wo eigentlich sehr viel Verkehr fließt. Ah, ich sehe schon, ja, der Stau ist natürlich wieder da. Das ist natürlich immer das Erste, was hier in Königsberg passiert nach so einem Einsatz. Oder bei so einem Einsatz, ne, das hat man ja öfters hier. Dass sich das hier mega weit staut dann zum Schluss. Wenn man hier vor Ort ist. Okay, dann auf jeden Fall das ILHF. Das spricht sich so komisch. ELHF. Ja, also das IHLF, sag ich mal. Kommt jetzt noch mit zum Ort, zum Einsatzort. Gut, hier den Baum können wir ja stehen lassen. Da ist ja sowieso Baustelle. Also wir haben auch schon gehört, dass die Förster gleich auch hier eintreffen werden. Ja, und ich mache jetzt eigentlich mal die Straße zu hier, damit hier auch gar keiner mehr durchkommt. Aber das stört wirklich tierisch, ne? Wenn die sich alle hier durchdrängen müssen und immer der Erste sein muss, derjenige, der gerade vorne steht, und das nervt halt wirklich. Ja, das finde ich ein bisschen schade eigentlich hier, ne? Die schönen jungen Birken, die sind jetzt eigentlich umgeknickt. Ich dachte schon beim letzten großen Ereignis hier, beim letzten Unwetter, dass die irgendwie noch den Geist aufgeben und irgendwann abknicken. Und heute haben wir es endlich geschafft, also beziehungsweise das Wetter. Jetzt sind sie endlich umgeknickt. Schade, wirklich. Das sah mal so gut aus im Sommer oder im Frühling, wenn die so richtig aufgeblüht sind. Naja, was willst du machen, ne? Kannst ja nicht sichern vorm Wegfliegen oder so. Ich mache am besten hier noch, genau, einmal hier, so. Und dann einmal hier oben, dass wir das schön wegtragen können. So, das sieht schon mal gut aus. So, ich glaube, jetzt können wir das hier zur Seite räumen, ne? So. So, am besten hier gleich den ganzen Baum einmal rüber. Bisschen zur Seite. So, Leute. Dann haben wir es ja endlich geschafft. Also, ich dachte eigentlich, das dauert hier viel, viel länger. Aber so wie es mal wieder hier so ist in Königsberg, passiert dann gleich wieder alles auf einmal. Alle Bäume liegen um. Ja, aber trotzdem haben wir es alles gut abgearbeitet. Hier ist der letzte Baum noch. Der wird jetzt hier auch gleich zur Seite geschoben. Und ich glaube,
der hat auch gesagt, der Bauer, der will den auch gleich mitnehmen. Dann mitnehmen rüber zum anderen Einsatzort, wo wir gerade eben waren. Und dann kommen die Förster mit den weiteren Maschinen, mit Hackschnitzel, Werk und so weiter. Also die haben extra so eine Anhänger dafür und Maschinen. Dann werden sie das alles gleich klein machen und dann haben wir das erstmal. Der Verkehr kann wieder fließen. Und hier vor Ort können wir auch gleich wieder die Straße freigeben. Dann können die ganzen Leute auch wieder durchfahren und drängeln. Ne? Das machen sie ja am liebsten hier gefühlt. Und ansonsten hoffe ich mal, dass hier nicht mehr viel passieren wird. Der Baum da oben, der wird auch übernommen von, was haben wir denn hier noch? Warte mal ganz kurz. Von der Bahn. Hier oben ist noch ein Baum. Der muss anscheinend gerade eben umgeknickt sein. Der liegt aber... Eieieiei. So, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Der muss ja hier gerade... Wo ich eigentlich gerade aufhören wollte, ne? Ich dachte, ich bin fertig. Der muss hier gerade eben noch abgeknickt sein. So, dann fahren wir da mal schnell noch hin. Also, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Das sieht richtig gefährlich aus. Der hängt ja richtig auf der Fahrbahn. Ach, Schreck, ey. Ach, du meine Güte. So, also kommt auf jeden Fall doch noch die DLK hier zum Einsatz. Das ist natürlich schön, ne? Dass wir die noch rausholen dürfen. Ich dachte schon die ganze Zeit, ey, dürfen wir mit die gar nicht rausfahren? Nee, jetzt kommt sie aber endlich. Jetzt können wir sie erstmal bereit machen, die Stützen ausfahren. Der Unterboden ist verdichtet. Alles in Ordnung, also beste Voraussetzung dafür, dass wir die jetzt aufstellen können hier. Manometer, ey, das darf nicht wahr sein heute hier. Wie ich diese Unwettereinsätze hasse, ehrlich. Oh, was war denn jetzt? Jetzt stehen wir zumindest gerade. Also, was war denn das jetzt? Jetzt, das hat gerade so ein bisschen gebackt hier. So, aber was ich gerade noch sagen wollte, also, das ist halt immer wieder, dass das Spektakuläre, dann auf einmal passiert wieder was und wieder und wieder und wieder, bis sich halt das Wetter ändert, ne? So lange ist man hier auf Trab und gefordert. So, aber wie gesagt, der wird jetzt erstmal da oben komplett abgesägt und entfernt. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Also wenn der da runterkracht, dann ist hier wirklich was los. Also habt ihr den Baum vorher schon gesehen, Leute? Das müsst ihr mir mal ganz kurz verraten. Wenn ihr das gesehen habt jetzt in meinem Video, ne? Hier im LS19 Königsberg. Also ich hab das jetzt bisher noch nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Denn der Baum da oben wurde uns auch jetzt gar nicht irgendwie übermittelt, sage ich mal. Also das muss wie gesagt gerade eben passiert sein, als ich hier eigentlich abrücken wollte. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Wetter besser wird, dass sich alles hier noch ändert und alles noch dreht. Dass wir hier hoffentlich gleich wieder abrücken können. Ich hoffe einfach mal, dieses Unwetter-Special im LS19 hat euch gefallen. Wenn ja, liebe Freunde, lasst mir gerne einen dicken Daumen nach oben da, vielleicht sogar auch ein kostenloses Abo und wenn ihr noch richtig Bock und Laune habt, schaut am besten mal in der Beschreibung vorbei, da habe ich so viele Links dagelassen über Social Media und so weiter und, könnt ihr gerne mal durchstöbern und wenn ihr dann auch noch Bock habt, schaut gerne noch meine anderen Videos auf meinem Kanal. Ja und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen richtig tollen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann sehen wir uns mit in alter Frische wieder im neuen Video. Machet gut, liebe Zuschauer. Bis dahin. Ciao.